Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Ausfahrt TV am Bilsterberg. Ich stehe hier wieder in meiner Halle und habe die Showtreppe genutzt, denn heute ist ein großer Tag. Augenblick. Da war das Pling. Denn für mich ist das der allererste Subaru, den ich überhaupt gefahren bin. Und somit natürlich auch der erste Subaru, den ich euch hier bei Ausfahrt TV vorstellen kann. Der Subaru Le Vorc. So ist es. Der wurde bereits 2014 in Asien vorgestellt, hat er seine Weltpremiere gehabt. In Europa ist er dann das erste Mal im März 2015 auf dem Genfer Autosalon gezeigt worden und hat damit den Subaru Legacy bei uns hier in Deutschland abgelöst. Der Legacy ist aber nicht verloren, denn er lebt weiter quasi in dem Namen vom Le Vorc. Le Vorc kann man nämlich quasi in drei Teile teilen. Der erste Teil steht für Legacy, der zweite Teil für Revolution, also Weiterentwicklung quasi, und der dritte Teil für Touring, weil wir reden ja hier über einen Kombi. Macht alles ziemlich viel Sinn. Ja, ist aber noch nicht alles. Im letzten Jahr 2016 hat er auch schon seine erste Produktaufwertung, sage ich mal. Kein Facelift, sondern eine Produktaufwertung erhalten. Vor allen Dingen die Serienausstattung ist angehoben worden. Und Assistenzsysteme sind hinzugekommen. Was man gar nicht so glauben möchte, ist ja, dass Subaru, die bei uns ja relativ wenig Marktanteile haben, ist ja eher ein kleiner Vertreter. Ne? Ich glaube, seit 1980 150.000 Autos abgesetzt in Deutschland. Das macht der Polo in einem Jahr, sag ich mal. Ne? Nein, weiß ich nicht. Das ist Unsinn. Nein, aber Subaru ist ja bei uns eher ein kleinerer Hersteller oder Importeur. Wenn du mal einen Subaru auf der Straße siehst, dann oh, ein Subaru. Ne? Also die sind ja hier schon so ein bisschen besonders. Das ist aber nicht überall so, speziell in Nordamerika. Subaru. Da fahren die halt ganz, ganz viel rum. Und auch in anderen Ländern sind sie deutlich populärer als bei uns in Deutschland. Ich verstehe gar nicht, warum. Denn wenn man sich mal so die Testergebnisse anguckt, schneiden die überall ganz gut ab. Auch bei der Zuverlässigkeit. Ne? Ist ja ein Japaner, wissen wir noch von früher. Ne? Japaner immer sehr zuverlässig. Subaru hat insgesamt 16 Millionen allradgetriebene Fahrzeuge bisher produziert und abgesetzt. Und somit dürfen sie sich der erfolgreichste und größte Hersteller von allradgetriebenen Fahrzeugen, also PKWs, nennen. Und das heißt ja schon einiges, hat auch einen großen Vorteil. Die müssen sich halt nicht darum kümmern, ne? Frontantrieb und zugeschaltet Allrad oder optional Allrad oder Heckantrieb und optional Allrad. Nee. Die entwickeln immer ihre Autos mit Allradantrieb. Ich weiß, jetzt sagt ihr aber BRZ, ne, ist ein Hecktriebler, Jan ist doof. Ja, aber wenn wir mal ehrlich sind, ist eine gemeinsame Entwicklung mit Toyota. Der BRZ ist ja quasi der Zwilling vom GT86. Den lasse ich mal, ne, geflissentlich raus, aber alle anderen Fahrzeuge haben halt Allradantrieb und auch in der Geschichte, wenn man ein bisschen zurückguckt, ich glaube den Justy gab es mal, der hatte dann Frontantrieb oder so, aber sonst eigentlich immer per Allrad unterwegs und dementsprechend auch entwickelt. Und was auch für den Le Vorc jetzt hier speziell spricht, beim Euro NCAP Crash Test 2016 durfte er alle 5 Sterne mitnehmen. Kann man also auch vom sicheren Auto sprechen, nicht nur wegen dem Allradantrieb, sondern auch wegen allem anderen. Ja, wenn wir uns mal den Wagen genauer angucken, er ist klassifiziert als Mittelklassefahrzeug und als Erläuterung. Neulich beim Paar-Reviews hatten wir auch Mittelklasse, da kamen dann ein paar Zuschauer und meinten, ist doch kein Mittelklasse-Wagen, da kann sich doch keiner aus der Mittelklasse leisten. Nein, es geht um die Größenklassifizierung. Da gibt es jemanden, der denkt sich aus oder der bewertet, was das für ein Fahrzeug ist. Und das ist ein Mittelklasse-Kombi. Er ist quasi genauso klassifiziert, meine Herren, klassifiziert wie ein Mercedes-Benz C-Klasse-T-Modell. Da sind wir in der Mittelklasse, also genauso Audi A4, 3er BMW, bla bla bla. Und aber wohl interessanter, wir haben den Hyundai i40 hier als Mitbewerber und den Kia Optima, wie auch den Mazda 6, wenn man mal Richtung Fernost guckt. Ich persönlich würde aber einen ganz anderen Mitbewerber ins Feld führen, den es nicht mal als Kombi gibt, und das wäre die Alfa Romeo Giulia. Ich finde, diese beiden Autos sind sich gewissermaßen ähnlich, weil sie polarisieren auf der einen Seite und eine große Fanbase haben auf der anderen Seite. Also entweder magst du ihn und liebst ihn
Und das ist für die Julia doch genau das Gleiche. Oder sie kümmert dich ja auch nicht. Und ich finde, das passt auf beide eigentlich ganz gut. Darum will ich die Julia auf jeden Fall auch als Mitbewerberin bezeichnen hier. Subaru bietet den LeVorg in Deutschland nur mit einer einzigen Motor-Getriebe-Kombination an. Eine. Dafür liebe ich sie natürlich, weil ich muss mir hier überhaupt nichts merken und kann ganz entspannt die Haube aufmachen. Übrigens hier, Haubenlift. Auf der anderen Seite, das gilt nur für Europa. Denn in Asien haben sie den LeVorg auch mit einem 2-Liter-Motor, der dann 300 PS leistet. Und da sage ich natürlich, im Moment, warum denn nicht hier? Ich vermute mal, es hat was mit Abgasen zu tun. Ich bin mir aber nicht sicher. Vielleicht sehen sie auch keinen Markt für den 300 PS-Motor hier. Jedenfalls, der kommt immer mit dem gleichen Motor hier. Und wir haben hier einen 1,6 Liter Boxer, ne? Mit einem Turbo dran und Direkteinspritzung. Der leistet 170 PS, hat ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmeter. Die liegen zwischen 1800 und 4800 Umdrehungen pro Minute an. Angeflanscht ist ein stufenloses Automatikgetriebe. Ja, man nennt es auch CVT. Ich bin da kein Freund oder anders auch Gummibandautomatik, sag ich immer. Ne? Aber ich bin belehrt worden, das ist eigentlich gar nicht so unsexy. Das ist auch immer angeflanscht, wobei sie hier 6 Stufen programmiert haben in das CVT, dass du quasi trotzdem mit Schaltwippen fahren kannst. Und der Subaru kommt natürlich logisch mit Allradantrieb. Kräfteverteilung 50-50 und je nach Fahrsituation kann auf jedes einzelne Rad nochmal separat Kraft gegeben werden, um das Fahrzeug in der Spur zu halten natürlich. Und jetzt die restlichen Fakten natürlich zum Subaru LeVorg hier, der europäischen Version. Der beschleunigt von 0 auf 100 in 8,9 Sekunden und die Höchstgeschwindigkeit erreicht man dann auch schon bei 210 km/h. Der Subaru LeVorg verfügt über einen Tankinhalt von 60 Litern. Bei einem Neftsverbrauch laut Subaru von 7,1 Liter Super auf 100 Kilometern könnte man theoretisch auf eine Reichweite von fast 840 Kilometer kommen. Den kombinierten CO2-Ausstoß gibt Subaru mit 164 Gramm pro Kilometer an. Der Subaru LeVorg ist 4,69 Meter lang bei einem Radstand von 2,65 Meter. Er ist 1,49 Meter hoch und misst in der Breite 1,78 Meter. Der Wendekreis beträgt 11,80 Meter. Das Leergewicht ist mit 1582 Kilogramm angegeben, das zulässige Gesamtgewicht mit 2020 Kilogramm. Ja, Subaru gibt sogar Offroad-Werte an, zum Beispiel den Böschungswinkel vorn mit 14,8 Grad, den Böschungswinkel hinten mit 17,2 Grad und den Rampenwinkel mit 14,5 Grad. Der preiswerteste Subaru LeVorg ist für 29.990 Euro zu haben. Unser Testwagen hat einen Basispreis von 36.450 Euro, kostet aber so, wie er hier steht, 37.089 Euro. Die Versicherungsklassen habe ich auch noch für euch. Haftpflicht 18, Vollkasko 24 und Teilkasko 23. Subaru bietet den LeVorg bei uns in Deutschland in 3 Ausstattungslinien an. Trend, Komfort und Sport. Sport ist die höchste und das ist die Ausstattungslinie, die ich euch heute hier präsentiere. Und während ich rede, habt ihr ja schon ein bisschen gucken können. Ah, ich finde die einfach cool. Ey. Ganz im Ernst, du stehst vor dem Auto und denkst, ey, was für ein Kavemsmann. Du guckst in den Rückspiegel, siehst du mit dieser riesigen Lufthutze von hinten anrauschen und denkst, wei. Und wir haben aber eben gehört, der hat 170 PS. Beschleunigung 0 auf 100, 8,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 210. Aber so eine coole Hutze. Und ich muss sagen, man sagt ja immer so, ne, am Stammtisch, Mensch, Autos sehen heute alle gleich aus. Und ein Stück weit stimmt das ja auch. Aber ich finde, dass der LeVorg durchaus aus der Masse ein bisschen hervorsticht.
Ein bisschen zumindest. Allein durch die Hutze, aber auch durch diese Dreiteilung der Lampen. Ne? Oben die Scheinwerfer, unten Tagfahrlicht, beziehungsweise ich glaube gleichzeitig Nebelscheinwerfer und dann hier noch die Blinker. Man hat also so richtig hoch runter. Und wir haben hier serienmäßig auch schon bei der Ausstattung Trend LED-Scheinwerfer. Allerdings ganz lustig, wenn man tagsüber losfährt, dann leuchten nur unten die. Es gibt auch ein LED-Tagverlicht, aber das Tagverlicht ist tatsächlich hier unten. Das unterstützt quasi nur die Scheinwerfer an sich. Ja, und neben den LED-Scheinwerfern ist der Rest aber mit normalen Glühbirnchen bestückt. Gucken wir uns jetzt mal in der Halle an. Ja, ich starte den Motor. In der Autolichtstellung, jetzt stelle ich das Licht mal aus, das geht auch. Das entspricht dann Tagfahrlicht quasi. Autolichtstellung, Standlicht und normales Licht. Dabei jetzt nochmal Fernlicht, Lichthupe, Lichthupe und die Nebelscheinwerfer noch dazu. Nebelscheinwerfer wieder weg. Blinker. Und dabei schalte ich das Licht jetzt quasi einmal komplett runter. Standlicht, Auto, Parklicht, Abblendlicht. Ja, Blinker wieder aus und Motor aus. Ja, auch in der Seitenansicht möchte ich ihn euch einfach mal genießen lassen. Okay, es ist ein normaler Kombi, aber vorne sieht man noch die Hutze. Er hat hier schicke Seitenschweller. Er kommt sogar mit silbergehaltenen Spiegeln, also alles Insignien der Sportlichkeit. Und das darf man hier schon mal wertschätzen. Die Farbe hier nennt sich Crystal White Pearl. Ist eine von 7 Farben, kostet 560 Euro Aufpreis. Und ich habe eben schon gesagt, der Wagen, so wie er hier steht, 37.100 Euro. Die Farbe 560, die Fußmatten vorne und hinten 79 Euro. Sonst ist alles, was ihr hier seht, heute Serie. Und das finde ich schon ziemlich beachtlich. Die Farbe, für die ihr nicht zahlen müsst, wenn ihr nicht wollt, ist Rot. Rot gibt es umsonst quasi. Muss man nichts für extra zahlen. Ja, der Trend, also in der kleinsten Ausstattungslinie steht der LeVorg auf 17 Zöllern, sonst auf 18 Zöller, die hier auch entsprechend angebracht sind. Und die sind bezogen mit Dunlop SP Sportmax 050 in den Dimensionen 225-45 R18, vorne wie hinten. Und vorne wie hinten finden wir auch innenbelüftete Scheibenbremsen. Ja, und weil wir ja hier über ein allradgetriebenes Fahrzeug reden und Sie ja auch die SUV-Werte mit angeben, darf ich vielleicht darauf hinweisen, dass die Bodenfreiheit hier 13,5 cm beträgt. Okay, ich gebe ja zu, am Heck hat es sich dann auch schon mit der Außergewöhnlichkeit. Da sieht er aus wie jeder andere Kombi aus, sagen wir doch mal ehrlich. Wir haben oben so eine kleine Haifischflosse, dann den bekannten Dachkantenspoiler, der auch nicht gerade schmal ist, allerdings hier hinten keine Flicks hat. Ne? Das machen sie ja sonst alle. Warum Subaru darauf verzichtet, man weiß es nicht. Über die Rückleuchten reden wir gleich. Dann rutsche ich auch schon quasi ein runter hier und darf mal auf diese zwei Tüten hier aufmerksam machen, die natürlich auch einen gewissen sportlichen Charme haben. Ja, haben. Punkt, ne? Das ist es auch schon. Aber immerhin zwei große Auspuffrohre. Das ist schon was. Ja, und dann noch zu den Rückleuchten, die ich euch sofort im Anschluss auch in der Halle einmal durch moderiere. Außenrum haben wir ein bisschen LED und innen drin ist dann wieder normale Glühbirnchen. Ne? Sind normale Glühbirnchen. Ich starte den Motor und gehe jetzt nochmal, schalte quasi das Licht einmal aus. Auto. Parklicht, oder Standlicht vielmehr, und das ist jetzt das normale Abblendlicht. Blinker links, Blinker rechts, Warnblinker, Bremse, Bremse Rückwärtsgang und die Nebelscheinwerfer noch dazu einmal. Nebelscheinwerfer wieder aus, Nebelscheinwerfer, ihr wisst schon, Nebelschlussleuchten. So.
Und jetzt gehe ich wieder auf die Autolichtstellung und schalte den Motor auch wieder aus. Ja, bevor es ans Einsteigen geht, zeige ich euch jetzt den Schlüssel immer. Warum mache ich denn die Tür auf? Ich will euch den Schlüssel zeigen. Achso, jetzt weiß ich, ich wollte euch nur zeigen, ich habe das Fenster offen gelassen. Genauso hier wie das Schiebedach. In der Hoffnung, ich könnte das mit dem Schlüssel hier verschließen. Das geht aber nicht, zumindest bekomme ich es nicht hin. Drücke die Tasten entsprechend lange, nichts passiert. Also das muss man von innen machen, bevor man das Auto verlässt. Wenn wir uns den Schlüssel selbst angucken, hinten quasi einfach nur eine Plastikfläche. An den Seiten haben wir so, ja, Chromelemente oder Alu gebürstet, nee, nicht mehr gebürstet, also glänzende Elemente, man weiß es ja immer nicht. Meistens ist ja nur beschichtetes Plastik. Auf der Hauptseite drei Schaltflächen, ich kann den Wagen verriegeln, ich kann ihn entriegeln und ich kann den Kofferraum auch nochmal separat öffnen. Wenn ich den Wagen verriegele, kann ich aber auch einfach hier an den Türgriff fassen, also das war jetzt nicht gut gemacht von mir. Verriegelt. Schlüssel in die Tasche, Hand an den Türgriff und der Wagen wird automatisch wieder entriegelt. Wenn ich die Tür öffne, habe ich hier so eine kleine, klitzekleine Subaru-Einstiegsleiste sogar. Gut, wir haben hier eine Bodenfreiheit von 13,5 cm. Ich muss so ein bisschen nach unten und mich auch über die Sitzwangen der Sportsitze rüberschieben. Höhe von der, vom Asphalt quasi bis hier Mitte Sitzhöhe, Sitzwangen 52 bis 53 cm im Übrigen. Aber ich finde das doch alles noch vertretbar. Wenn ich die Tür ganz geöffnet haben sollte, muss ich mich halt rausstrecken, um sie zu schließen. Herzlich willkommen im Innenraum hier vom Subaru LeVorg in der Sportausstattung. Und ich sagte euch ja schon, alles was ihr hier seht, ist Serie, bis auf die Fußmatten. Und die könnt ihr im Moment eh nicht sehen. Ich musste auch nochmal zaubern, ne? Eingestiegen am Bilsterberg und jetzt sitze ich hier in Bielefeld auf meiner kleinen Straße. Aber manchmal muss man halt umdisponieren. So ist es. Gut, ich habe euch ein bisschen Zeit gegeben, um jetzt hier einmal durch den Innenraum zu schauen und würde jetzt ganz gerne anfangen mit meiner üblichen Routine. Ich gucke mir mal die Materialien an. Das ist alles Softtouch. Hier oben ist Kunstleder, an der anderen Seite ist auch wieder Softtouch und in der Mitte haben wir dann Hartplastik, hier drumherum so ein bisschen Klavierlack. Das Handschuhfach, dann auch harter Kunststoff und hier haben wir so eine graue Carbon-Applikation im Prinzip. Naja, es ist kein richtiges Carbon, aber soll so aussehen. An den Seiten Hartplastik, aber dieser Streifen hier ist zumindest nochmal belegt mit Leder, würde ich sogar sagen. Und den blauen Kontrastnähten. Ich sitze auf Ledersitzen, die sogar perforiert sind. Allerdings sind die nicht klimatisiert. Und auch die Sitze haben die blauen Kontrastnähte. Das gehört zur Sportausstattung. In den Türen habe ich im oberen Bereich ja, so eine Art Kunstleder, vorne harter Kunststoff, hinten wieder das Leder, wobei ich hier dann denken würde, dass es Kunstleder ist, bin mir nicht ganz sicher. Und im unteren Bereich ist dann auch wieder harter Kunststoff angesagt. Die A-Säule auch nur harter Kunststoff und der Himmel ist dann mit Stoff bezogen. Aber auch nicht groß unterschäumt, sondern darunter spürt man halt gleich so eine Art Pappe. Ja, die Armlehne. Ich sage, das ist auch Kunstleder, weil ich ja hier den Sitz direkt im Vergleich habe. Das Lenkrad dann aber wieder mit Leder bezogen und hier haben wir auch die blauen Kontrastnähte. Ja, finde ich jetzt erstmal ganz nett. Kann man gar nicht sagen. Was die Größe angeht, oder das Platzangebot hier, ich mache mal das Schiebedach zu, kontrolliere nochmal. Ja, ist nur ein bisschen angestellt. Ich sitze also auf der tiefsten Sitzposition, bekomme aber auch noch eine Faust zwischen meinen Kopf und die Verdunklung hier vom Glasschiebedach. Auf der Seite ist es dann aber eher nur so eine flache Faust. Ne? Also wenn ich jetzt hier, wo der Rahmen drumherum ist, des Schiebedachs. Und dann kann ich im Prinzip auch mit der Ergonomie anfangen. Dafür, ich glaube, ich starte mal das Auto. Hat so ein bisschen was damit zu tun, dass wir hier mehrere Display-Einheiten haben. Unter anderem
Im oberen Bereich habe ich erstmal ein Display. Dann eine Etage tiefer, das ist mal ein Warnblinkschalter nach Jans Geschmack, sage ich mal. Darunter die Bedienung für das Display oben und zwei Lüftungsdüsen. Dazu haben wir außen halt auch noch Lüftungsdüsen. Alle kann ich im gleichen Rahmen verstellen, also hoch, runter, links, rechts. Und die Intensität der Luft, des Luftstroms kann ich dann hier auch noch mal regeln über dieses Drehrad. Darunter ist dann das Infotainment-System angegliedert mit Navigation. Das ist ein Touchscreen. Kann also hier, ne, hin und her wischen und habe hier so sensitive Tasten im Prinzip, auf denen ich das Ganze steuern kann. Habe aber hier auch noch zwei Drehregler oben der CD-Schlitz. Dann eine Etage tiefer, das ist die Klimatisierung, quasi Drehregler. Und das Display zur Klimatisierung ist im oberen Bereich. Ne? Wenn ich hier drehe, seht ihr, passiert halt entsprechend was. Kann hier die unterschiedlichen Sachen einstellen. Dann gibt es ein Multifunktionslenkrad mit drei Blöcken. Eins, zwei und hier unten haben wir noch einen dritten. An der Lenkstocksäule kein Taster. Der Scheibenwischer auf der rechten Seite, vorne und hinten haben wir ja Scheibenwischer. Und auf der anderen Seite erstmal kann ich das Licht ein- und ausschalten und dann auch noch die Nebelscheinwerfer hier bedienen über das Drehrad. Auch hier kein Taster. Neben dem Lenkrad habe ich dann noch ein paar Schaltflächen. Hier geht es eher um Assistenzsysteme und wie ich sie dann ausschalte, beziehungsweise Reifendruck und das ESP. Man kann hier auch nochmal das Licht regeln. Also die Lichter, wie mache ich weiter? Ich mache hier erstmal weiter. In der Tür haben wir die Spiegelverstellung rechts, links und ich kann die Spiegel auch anklappen. Das sieht dann so aus. Da bin ich. Und hier gibt es auch nochmal die elektrischen Fensterheber mit dem Zusatz All Auto. Das verspricht, dass ich hier Einklemmschutz habe. Ich bin mal sehr gespannt. Hinter dem Gangwahlhebel habe ich dann noch weitere Schaltflächen. Einmal ein Bergabfahrassistent. Bergauffahr ist das doch dann eher. Ich kann Start-Stopp deaktivieren und habe die elektronische Parkbremse hier. Hier hinten ist dann auch nochmal die Sitzheizung angebracht. Und dazu habe ich hier oben dann auch nochmal zwei relevante Schalter für die Fahrassistenten. Kann also den Spurhalteassistenten ausschalten und den Kollisionswarner. Ja, beim ersten Einsteigen, es ist ja auch mein erster Subaru, war ich so ein bisschen erschlagen. Weil, ne, drei Displays im Prinzip oder drei visuelle Elemente und Schalter, 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 Schalter überall. Aber ja, nach den ersten paar Kilometern hatte sich das dann auch geklärt. Da wusste ich, was ich wie wo bedienen musste. Und von daher finde ich, von der Ergonomie kann man sich relativ schnell dran gewöhnen. War auch kein richtig vollständiger deutscher Satz, aber ihr versteht schon, was ich meine. Also es ist erstmal ungewohnt, aber man kommt doch an alles ran und die wichtigen Elemente sind halt so, dass ich sie gut erreichen kann und darum geht es ja schließlich bei der Ergonomie. Ja, kann ich wieder ausstellen. Ich habe eine Gurthöhenverstellung hier. Die Länge der Gurte zeige ich natürlich auch mit Vergnügen. Nicht nur für den Fahrer selbst, falls er ein bisschen fülliger ist, sondern auch für die Kindersitze, die man vielleicht auf dem Beifahrersitz anschnallen möchte. Da ist auf jeden Fall genug Platz. Ich sitze hier auf Ledersportsitzen, die sowohl am Sitzkissen eine Seitenführung haben, als auch im oberen Bereich. Der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Vor, zurück. Dann kann ich den hoch und runter fahren und auch ankippen im Prinzip. Und die Lehne natürlich verstellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8-fach müsste das dann sein. Ne? Was ich vermisst habe, ist in der Tat, ich gucke jetzt vorsichtshalber nochmal, aber eine Dosestütze gibt es nicht. Und auch nur der Fahrersitz ist elektrisch verstellbar. Beim Beifahrersitz sind wir dann dabei, dass wir das manuell machen müssen. Die Sitzfläche, kann ich euch noch sagen, ist 49 cm lang. Und zwischen den Sitzen, das hatte ich eben auch vergessen zu messen,
haben wir 21 Zentimeter Platz. Das habe ich eben im Platzangebot gar nicht genannt. Ich bin mit dem Wagen mit 4 Leuten auch gefahren, also auch mit 2 Erwachsenen vorne. Man hat hier wirklich ein ausreichendes Platzangebot, auch wenn die Armlehne vielleicht nur für den Fahrer reicht. So dicke Arme hatte ich, ne? Nein, aber man kann hier wirklich bequem mit 4 Personen auch reisen in dem Fahrzeug. Kann natürlich mal wieder ein bisschen Licht reinlassen und vielleicht auch ein Hauch von Luft geht jetzt nicht. Ja, die Sitze sind mit Leder bezogen, hatte ich eben schon gesagt, haben eine blaue Kontrastnaht und ich fand die auch auf längeren Strecken, bin glaube ich 500 Kilometer am Stück gefahren, durchaus angenehm. Also hatte überhaupt keine Probleme mit dem Rücken, trotz fehlender Lordosestütze, alles in Ordnung. Wir haben hier noch eine zweistufige Sitzheizung, High und Low. High heizt eigentlich ganz gut, aber nicht besonders lange. Ja, und der Seitenhalt ist auch prima. Gut, das Lenkrad lässt sich manuell verstellen. Das ist hier der Radius, den ich habe. Finde ich eigentlich sehr angenehm, auch wie weit das rauskommt. Das hat man ja heutzutage auch gar nicht mehr so oft, dass die Lenkräder wirklich richtig schön weit rauskommen. Ich komme auch, doch wenn ich es ganz tief einstelle, dann verdecke ich oben ein bisschen was vom Cockpit, aber in meiner Idealeinstellung passiert mir das nicht. Von daher finde ich das auch in Ordnung. Es ist ein Multifunktionslenkrad. Wir haben ein Multifunktionslenkrad. Auf der linken Seite habe ich eine Batterie an Knöpfen, über die ich das Infotainment-System steuern kann. Also hier, ne, Quellen auswählen, Sprachkommandos abgeben, Lautstärke leiser, lauter und das System auch muten. Ich kann weiterspringen, rechts und zurückspringen. Hab noch eine Optionstaste und eine Zurücktaste, wobei das in der Mitte auch noch gleichzeitig als Zurücktaste zu nutzen ist, wenn ich das richtig verstehe. Im unteren Bereich dann noch Telefonate annehmen und beenden. Wenn ich ein Stückchen weiter nach unten rücke, habe ich hier nochmal eine Wippe hoch und runter. Damit steuere ich dann den Bordcomputer und kann auch nochmal so eine Infotaste hier bedienen. Das ist aber wirklich immer nur von unten nach oben zu drücken, die Schalter, nicht andersrum. Auf der rechten Seite dann alles für den adaptiven Tempomaten, zumindest die oberen 4 Klickbereiche. Und auch für den Spurhalteassistenten. Ne? Jedenfalls hier aktiviere ich das Ganze, kann dann verstellen, die Geschwindigkeit und einstellen und hier den Abstand regeln, weil wir einen adaptiven Tempomaten haben. Und die beiden Knöpfe hier unten sind für die 2 unterschiedlichen Fahrprogramme. Ich habe halt Sport und Normal. Wir haben auch Schaltwippen. Das DSG ist ja mit 6 Stufen ausgestattet, durch die ich schalten kann. Handelt sich hier um Plastik, also Kunststoff, schwarzen Kunststoff. Fühlt sich nicht toll an, die sind aber groß genug, dass ich sie mit 4 Fingern sogar greifen kann. Das Lenkrad ist auch mit Leder bezogen. Wir haben eine blaue Kontrastnaht und unten ist es so ein bisschen, zumindest ein bisschen abgeflacht. Das Leder empfinde ich als sehr angenehm. Es ist ein angenehm weiches Leder. Es sind aber hier keine perforierten Flächen da. Ja, ein Blick in die Spiegel. Die sind angenehm groß, sitzen auch auf der Tür, sind also relativ nah an meinem Gesicht dran. Durch die Spiegelfläche sehe ich eine ganze Menge hier nach hinten. Das gilt auch für den Innenspiegel. Ich sehe also die komplette Fensterfläche hinten von der Heckscheibe und habe somit durch alle 3 Spiegel eine gute Sicht nach hinten. Was den Schulterblick angeht, über die rechte Schulter. Die B-Säule ist in Ordnung, kann ich gut dran vorbeigucken. Das war die linke Schulter, ne? Über die rechte Schulter A-Säule okay, B-Säule okay, C-Säule in Ordnung. Dahinter habe ich auch noch ein Fenster, aber die ausgefahrene Kopfstütze plus die D-Säule ergeben schon einen toten Winkel und da sollte man immer ordentlich Acht geben. Gut, dann können wir mit dem Cockpit anfangen. Der Startknopf befindet sich hier unten und zeigt auch, ich kann starten. Ich richte mal die Kamera aber aufs Cockpit aus. Das ist die ganze Lichtorgel. Wenn man einsteigt, dann hat man auch mal noch so eine Sequenz, wo das Auto quasi im Umriss angedeutet wird. Das sieht übrigens sehr digital aus hier, ne? Das sind aber normale, quasi analoge Rundinstrumente. Auf der linken Seite der Drehzahlmesser.
bis 8000 Umdrehungen ausgewiesen, 6200, da fängt der rote Bereich an und im unteren Bereich dann die Temperaturanzeige. Der Wagen ist also noch schön warm. Ne? Auf der rechten Seite findet man dann den Tacho, der ist ausgewiesen bei bis 260 km/h. Der Wagen fährt 210, könnte man sagen, dass sie da schon ein bisschen Platz verschwendet haben. Im Rundinstrument integriert ist dann noch die Tankanzeige. Und zwischen den beiden Rundinstrumenten, das ist jetzt wieder digital, ein bisschen old-fashioned, ne? Kann man schon sagen. Im unteren Bereich Tageskilometerzähler und Gesamtkilometerzähler, darüber die Fahrstufe, die man gerade nutzt, und das Fahrprogramm ist jetzt auf i eingestellt, also auf das normale, und das kann ich auch auf Sport stellen. Hier halt, hatte ich euch ja gezeigt, über die beiden Wippen oder über die beiden Schalter, Sport, Normal. Und dann, wenn ich ein anderes Fahrprogramm einlege, wie jetzt den Rückwärtsgang, wird mir das auch entsprechend angezeigt. Das machen wir jetzt auch noch einmal ganz kurz nochmal, den Rückwärtsgang. Dann kommt nämlich hier die Rückwärtskamera zum Tragen. Ich drehe mal das Lenkrad, die Linien bleiben aber fix stehen. Ja, hilft trotzdem zum Rückwärtsfahren, aber mit Linienführung finde ich es persönlich immer noch mal ein bisschen schöner. Gut, im Mittelbereich, das sind die Fahrassistenzsysteme, die sieht ihr dann nachher bei der Fahrt. Ne? Hier angedeutet schon mal der Abstandsmesser. Und im oberen Bereich, das ist einmal die, na, was soll ich sagen, nicht die Energie, hoppla, Rückwärtsgang noch drin. Die Verbrauchsanzeige, aber im Prinzip schon, da sieht man halt, fährt man effizient oder eher ineffizient. Und jetzt kann ich halt hier über diese Wippen das Fenster darunter steuern. Jetzt im Moment digitale Geschwindigkeit, ne, ausgeschaltet. Da kann ich ins Menü, das machen wir gleich. Ehrlich gesagt, habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube, das ist, wie viel Sprit wir gespart haben durch Start-Stopp. Dann, welches Fahrprogramm wir hier nutzen, und dann sind wir da wieder. Jetzt gehe ich hier nochmal rein, I-Set halten, um ins Menü zu gelangen. Und habe jetzt hier im unteren Bereich das Menü. Machen wir das mal, Bildschirmeinstellung. Ein, ja. Okay. Anfangsbewegungsinstrumentenzeiger, ja. Sprachen, ja. Zurück. Das waren die Bildschirme. Jetzt die Eyesight, das ist ja das, die Infotainment-Systeme quasi. Und kann jetzt hier, ausschalten will ich das nicht. So. Und gehe jetzt auch hier wieder zurück, weil letztendlich so spannend ist es dann doch nicht, finde ich zumindest. Nochmal gezogen halten und dann sind wir wieder bei der Einstellung. Jetzt möchte ich zurück zu meiner digitalen Geschwindigkeit, damit ich das nachher nicht vergesse. Ja, das war's. Relativ überschaubar. Was ich persönlich schade finde, ist, dass es keine Verbrauchsanzeige gibt, so eine Realverbrauch. Wir haben hier oben noch einen zweiten Teil quasi vom Bordcomputer. Er lässt sich über diese Wippe hier schalten, beziehungsweise den Enter-Button. Ich gehe mal durch, es gibt verschiedene Ansichten. Das ist jetzt die Kraftverteilung. Dann auch nochmal so ein Screen, ne? So ein bisschen in Richtung Effizienz und Turbolader. Da kann ich rein, dann so eine Uhranzeige, wobei ich mich auch frage, warum analog und digital dann nebenbei erscheinen müssen. Und mit dem Screen bin ich immer gefahren. Das ist allerdings nur immer die, der Durchschnittsverbrauch. Und im unteren Bereich hier 0 bis 30, da ist dann immer so ein Balken zu sehen. Und dazu, wenn ich jetzt länger fahre, dann habe ich hier auch nochmal so eine Historie. Grün, ich war effizienter als der Durchschnittsverbrauch. Gelb, ich bin halt höher. Und jetzt alleine, weil ich stehe, verbrauchte halt entsprechend viel. Und im unteren Bereich sieht man dann nochmal die Restkilometeranzeige, bis ich tanken muss. Ja, auch das erledigt. Achso, ich kann das nochmal zeigen für die Leute, die interessiert sind. Ich kann ja hier auch in das Menü rein, Enter gedrückt halten. Kann jetzt hier verschiedene Sachen einstellen. Das müssen wir ausschalten.
Ja, kann ihn im Prinzip da nullen. Eco-Verlauf. Auch hier Einstellung, also ja, dreifach Missgerät. Ach, guck, kann ich da noch was ändern? Ja, das ist ja schön. Okay, das hatte ich noch nicht gesehen. Hier kann man halt unterschiedliche Werte sich anzeigen lassen, wenn man denn möchte. Und das dann einstellen. Okay. Wartung, Fahrzeugeinstellung kann man hier auch noch was machen. Und das lassen wir mal schön. Und dann sind wir wieder hier und gehen auf meine Standardansicht. Dann das Infotainment-System. Ja, wenn ich das so sagen darf, mir sagt das nicht ganz so zu, weil ich hier allein so eine Radio, also musst immer über Home gehen, wenn du jetzt mal was am Radio machen willst. Und das finde ich schon, ist mir ein Klick zu viel, hätte ich lieber eine Radiotaste hier. Habe hier die unterschiedlichen Quellen, die ich nutzen kann. CD, ne? Bluetooth ist klar, USB, MicroSD ist hier oben nochmal und Internetradio via AH. Das Navigationssystem hat einen eigenen Knopf. Dann gibt es noch die App. Da kann ich jetzt sagen, hier, ich will dieses Starlink machen. Das dauert jetzt so ein bisschen. Ich will mal sehen, dass ich hier parallel auf meinem Handy das Ding starte. Ich habe es mir auf jeden Fall mal installiert. Und vielleicht auch mal der Größenvergleich. Und wenn ich diese App installiert habe, sieht man dann auch nochmal die Apps, dann wird es quasi so rübergespiegelt. Also nicht wirklich, aber die Musik, das ist jetzt meine Musikbibliothek auf dem iPhone, aber wohlgemerkt auch wirklich nur die, Spotify und so, ist draußen. Und ich finde, man sieht auch hier ganz gut, das braucht immer ein Weilchen, um zu laden. Ist natürlich klar, weil es per Bluetooth die ganze Übertragung funktioniert. Und da wissen wir alle, das ist nicht unbedingt das Schnellste. Oh, und da verließen sie ihn auch schon wieder. Also es wird erstmal, ne, die Sachen aus dem Internet werden geholt und dann per Bluetooth vom Handy übertragen. Aber gut, ich meine, ist auch ein Ansatz, den man fahren kann. Es gibt optional auch noch Mirrorlink für die Kollegen, die oder die Handys, die das unterstützen. Das finde ich auch geil. Unter Info befindet sich ein kompletter. Sie haben eine ganze Taste hier Info genutzt, nur damit ich mir USB oder MicroSD-Karten Fotos ansehen kann und umsortieren. Nun weiß ich nicht, wie viele von euch Fotos im Auto angucken. Also ist nicht unbedingt eine Geschichte, die ich jetzt machen würde. Gehen wir mal zurück auf Audio, DAB jetzt. Und dann haben wir hier die Listen und könnten, ne, Radio Bob ganz zufällig schon eingeschaltet. So sieht das dann aus und so muss man sich hier halt bewegen. Jetzt gehen wir mal auf die Kartenansicht. Ich sage Menü, Ziel, Adresse suchen, Bielefeld. Wertherstraße, Hausnummer 42. Das ist jetzt auch nochmal spannend. Los. So rechnet er. Und jetzt nochmal los, um es wirklich losgehen zu lassen. Ja, was ich angenehm finde, einmal auf Menü und da hat man hier auch schon wieder Route abbrechen. Das geht also schnell. Und jetzt kann ich auch hier nochmal Spracherkennung. Was möchten Sie tun? Navigation. Navigation. Navigationssystem wird gestartet. Ziel. Bitte geben Sie eine Anweisung. Ziel. Ich konnte Sie leider nicht hören. Bitte versuchen Sie es erneut. Ziel. Ziel. Bitte geben Sie eine Anweisung. Adresse. Adresse.
Sprechen Sie die Adresse. Bielefeld, Wertherstraße 42. Wählen Sie einen Eintrag. Zurück. Sprechen Sie die Adresse. Bielefeld, Wertherstraße 42. Wählen Sie einen Eintrag. 1. Bitte ändern Sie die Adresse auf dem Touchscreen oder sagen Sie los. Los. Sagen Sie los. Los. Bitte geben Sie eine Anweisung. Los. Drehen Sie, wenn möglich, um. Ja, gut. Ihr merkt, das ist schon ein bisschen komplizierter hier und dauert auch ein Weilchen. Es geht natürlich, und wenn man jetzt auf der Autobahn fährt, dann hat man ja auch alle Zeit, da irgendwie alles zu sagen. Aber einfach ist anders, würde ich mal sagen. Dazu kommt noch, von der Soundqualität bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Kann ich nicht anders sagen. Ja, ich bin immer auf einem hohen Standard unterwegs, aber das hat hier noch nicht mal was damit zu tun. Die Boxen, ich fahre hier schon das Premium-Modell, sind allenfalls okay, um Hörspiele zu hören, sage ich mal. Also da ist überhaupt kein Volumen hinter, die finde ich schon wirklich schwach. Und wenn ich mir das Auto kaufen würde, wäre das die erste Aktion, die ich machen würde, wären die Boxen auszuwechseln. Und das hatte ich in der Form schon lange nicht mehr. Mir ist Audio im Auto wirklich wichtig. Und also beim Leasing würde ich mir vorher angucken, wie einfach es ist, die Boxen im Auto zu ersetzen, weil das würde für mich hier überhaupt nicht funktionieren. Also ich sag mal so, es ist jetzt nicht katastrophal schlecht oder so, aber es ist einfach dünn. Es kommt kein Druck, und das finde ich ein bisschen schade. Ich sage ja, Hörspiele, Radio hören geht alles, aber wenn man jetzt mal wirklich Musik hören möchte, und ich habe auch eine Rückmeldung von den hinteren Sitzen, da war es auch so, ja, sehr, sehr schwach. Jetzt einmal nochmal hier die Innenansicht im Dunkeln, das ist das Cockpit beleuchtet, die Nachtansicht vom Navigationssystem, und so alles in allem gesehen ist das erstmal eine angenehme Einheit. Die Lüftung ist weiß beleuchtet. Und alles, was wir sonst an Schaltern hier haben, ist rot beleuchtet. Und auch das Lenkrad, die Schalter, die Schaltflächen sind entsprechend beleuchtet. Was heißt entsprechend? Sind beleuchtet. Und wir haben auch hier ein dezentes Ambient Light. Einmal hier unten, das Fach ist beleuchtet. Und dann auch hier oben sieht man das nochmal, eine blaue LED, die hier nach unten strahlt, und das erzeugt dann halt den blauen Schimmer. Und das Gelb ist nur die Kontrollleuchte von der Sitzheizung. Und wir haben hier auch das Serienausstattung, ein Glas Hubschiebedach. Erstmal verdunkeln kann man es manuell, ist klar. Und dann habe ich hier zwei Schalter, also das normale amerikanische Prinzip, Up and Down. Heißt quasi anstellen und wieder zu machen, und dann kann ich das Ganze noch öffnen, und das fährt nicht auf das Dach drauf, sondern es fährt tatsächlich noch so eher oldschool in das Dach rein. Und hier oben haben wir auch noch so einen kleinen Spoiler, um die Windverwirbelung entsprechend ruhig zu halten. Was ich drehen Sie, wenn möglich, um. So als ist eh dabei, finde ich es total nett. So ein bisschen seltsam finde, jetzt habe ich es aufgestellt und will öffnen, das geht aber nicht. Das ist wirklich so diese amerikanische Art zu denken, sondern ich muss es erst wieder zumachen, um es dann wegschieben zu können. Da denkt er also nicht wirklich mit für uns. Ja, kann ich auch offen lassen. Gut, Motor kann ich jetzt wieder ausmachen, glaube ich, ne? Ja, das einzige oder die zwei Sachen, die noch bleiben, einmal der Warnblinkschalter, schöner kann es nicht sein. Strahlend rot quasi, genau da, wo du ihn haben willst. Ich glaube, das ist der beste Warnblinkschalter, den ich je hatte, seit ich das hier für euch immer noch mitmache. Und die Hupe hört sich so an.
Bin ich auch schon zurück mit dem Ausfahrt-TV Ablagencheck. Ich zeige euch hier die ganzen Ablagemöglichkeiten im Subaru LeVorg. Fangen wir immer an mit den Türtaschen. Da haben wir eine Abstellmöglichkeit einer halben Liter Flasche. 0,75 würde vielleicht auch noch gehen, aber ich habe auch den Liter dabei. Der passt definitiv nicht in die Türtasche rein. Neben diesem Flaschenhalter habe ich dann auch noch ein bisschen mehr Platz. Aber es ist hier wirklich kein Platzwunder, die Seiten, die Türtasche. Die Griffschale zum Zuziehen der Tür nimmt man ja auch ganz gerne nochmal. Die ist aber nur mit hartem Kunststoff versehen. Also wenn man da mal einen Euro reinwirft oder so, klappert der rum. Diese Klappe hier auf der linken Seite führt uns nicht zu einem Staufach. Und ich weiß nicht, hier oben diese Fläche sollte man, glaube ich, nicht zum Verstauen nehmen. Ist auch immer super, ne? 2 Wochen hast du ein Auto und es ist schon vollgestaubt. Da merkt man mal, wie viel Staub so in der Luft ist, ne? Geht also weiter, weiter, weiter bis hier unten. Und hier unten habe ich erstmal ein Fach mit einer rutschfesten Matte drin. Mein iPhone kann ich hier auch reinlegen, auch wenn es nicht wirklich flach auf den Boden geht. Aber das passt hier eigentlich ganz gut hin. Das macht auch eigentlich Sinn, weil ich habe hier nicht nur einen USB-Anschluss, der mit dem System verbunden ist, sondern auch noch einen AUX-In-Eingang. Beide sind dann auch noch mal so durch Klappen geschützt. Und daneben dann auch noch ein 12-Volt-Anschluss. Das ist also schon hier ganz komfortabel. Hinter der Schaltkulisse habe ich 2 Getränkehalter und auch eine Schublade, um das Ganze zu schließen. Hier passt jetzt die Literflasche rein. Ich habe an jedem Halter so einen Abstandshalter. Das ist so eine Gummilippe. Also der Liter passt hier gut rein. Der halbe Liter hingegen kippelt dann schon so ein bisschen mehr, weil der nicht wirklich von diesem Abstandshalter gehalten wird. Aber das würde ich noch als vollkommen okay und akzeptabel sehen. Daneben dann nochmal ein kleines Fach. Auch hier wieder eine rutschfeste Unterlage. Also hier unten sind quasi so Moosgummiteile drin. Also könnte man auch, wenn man da jetzt so eine Thermosflasche reinstellt aus Metall, dann tut das dem Ganzen auch nichts Schlimmes. Hier passt jetzt an die Seite zum Beispiel der Schlüssel rein. Die Armlehne, die kann man ausfahren, also hin und her fahren, ein bisschen weiter nach vorne sich holen, aber auch hochklappen. Wenn ich reinsehe, habe ich erstmal einen Filzfußboden und 2 USB-Anschlüsse, nicht verbunden mit dem System, bieten mir aber 5 Volt und daneben nochmal einen 12 Volt Stromanschluss. So. Mehr ist aber auch nicht. Man könnte hier hinten das nochmal als Kartenhalter quasi nutzen oder so Tickethalter. Am Fußraum haben wir nichts. Dann gibt es noch das Handschuhfach. Da ist diese riesige Bordmappe drin und damit ist das Fach aber eigentlich auch schon ganz gut ausgefüllt. Das ist meines Erachtens auch beleuchtet. Jawohl, ja. Bietet aber sonst auch keine weiteren Möglichkeiten, also Stifte oder Münzen oder was auch immer. Im oberen Bereich habe ich die Sonnenblenden. In beiden Seiten sind Make-up-Spiegel, die sind auch jeweils beleuchtet mit einer kleinen Lampe an der Seite. Kann ich auch aushaken, aber nicht nach hinten schieben. Und wenn man das mal sieht, das ist hier schon ein ziemlich großer Bereich, wo dann die Sonne noch zwischendurch durch kann. Was man aber auch ganz schön sieht, hier habe ich dann nochmal so ein Gummiband, wo ich auch irgendwie Parkscheiben oder Rettungskarten reinschieben kann. Dann gibt es noch Leseleuchten für den Fahrer und den Beifahrer, die aber auch zusammen die Einstiegsbeleuchtung darstellen. Und im Prinzip bin ich fast durch. Haltegriffe gibt es an beiden Türen. Ja, aber jetzt, das war's. Ja, großer Regiefehler, habe ich vorhin zugemacht, ist jetzt wieder offen. Ah, ihr versteht das schon, ich drehe das hintereinander und möchte jetzt auch hinten einsteigen, um euch das Platzangebot und die Ausstattung im Fond zu präsentieren.
Ja, hinten sitze ich, das sehe ich so schon deutlich höher als vorne, muss deswegen auch nicht ganz so tief runter und das ist auch zum Einsteigen schon ein bisschen angenehmer. Merke aber, dass ich gleich so in die Rückenposition komme, also in die liegende Position. An die Tür komme ich ganz locker ran. Ja, herzlich willkommen im Innenraum hinten auf meiner kleinen Liegewiese, möchte ich fast sagen. Damit fangen wir auch gleich an. Ich habe hier links an der Tür einen Hebel, den kann ich hochstellen. Und da über diesen Hebel kann ich hier unterschiedliche Sitzpositionen von der Rückenlehne voreinstellen. Das ist die steilste. Dann die nächste, 2, 3, 4. 5, glaube ich sogar. Ja, aber ich kann also nicht liegen, dann schlafe ich ein hier, während ich euch was erzähle. Ein bisschen steiler darf es ruhig sein. Nämlich so. Hinten haben wir das gleiche Ledermaterial wie auch bei den Sitzen vorne. Die äußeren Sitzflächen sind perforiert auch. Und auch hier an die Kopfstütze komme ich bequem ran. Gucken wir uns mal das Platzangebot an vom Kopf. Ich sitze hier deutlich höher hinten als vorne. So passt auch nur eine flache Faust, also quasi eine Faust quer zwischen meinem Kopf und die Decke. Was das Platzangebot der Beine angeht, ich habe Probleme, meine Füße unter den Vordersitz komplett zu schieben. Das ist, der ist ja ganz runtergelassen, aber ich kann bequem sitzen. Ich habe eine Menge Beinfreiheit. Das ist hier ganz nett gemacht, weil der Sitz ja quasi hinten auch so ausgeformt ist, dass man hier mehr Platz hat. Allerdings, wenn ich jetzt richtig groß wäre, würde ich auch dem Fahrer meine Knie in den Rücken stoßen können. Aber vom Platzangebot, also wenn man nicht gerade Dirk Nowitzki ist, dann sollte das hier hinten vollkommen ausreichend sein. Und ja, ich muss einmal hier was rüberschieben. Wir haben ja, oh, hoppla, wollte ich gar nicht. Ich kann mich nochmal in die Mitte setzen. Da merke ich halt, mit meinen Oberschenkeln bin ich über den Sitzflächen der äußeren Sitzplätze, sodass es hier für 3 Personen meiner Größe auf jeden Fall mehr eng als kuschelig ist. So, wenn wir auf die Kinder abstellen, die Isofix-Halterungen verbergen sich hier hinter solchen Plastikklappen. Die Gurtpeitschen sind, ja doch, naja, nee, nicht ganz starr, aber ich denke, da sollten die Kinder keine Probleme haben, sich anzuschnallen. Und die Gurtlänge hier hinten, habe ich auch schon längere Gurte gehabt, aber das ist auf jeden Fall ausreichend, um Kindersitze oder Babyschalen zu befestigen. Der Gurt hier für den mittleren Platz, den kann man hier aushängen. Ich habe aber nicht herausgefunden, wie, und ich war ehrlich gesagt auch zu faul, um dafür jetzt die Bedienungsanleitung zu lesen. Kann man hier natürlich auch noch einhängen, nehme ich mal an. Aber das lasse ich jetzt auch mal weg. Ach so, dann führt man den quasi hier durch diese Schlaufe durch. Haben wir falsch gemacht. Ja, Leseleuchten gibt es auch. Man glaubt es kaum. Sogar 2 Stück. Und zusammen wird auch das die Einstiegsbeleuchtung sein. Nee. Das ist nicht auf Door gestellt. Ja, zusammen ist es dann die Einstiegsbeleuchtung. Geht auch gleich wieder aus. Wir haben elektrische Fensterheber hier hinten auch. Die Fenster versenken sich vollständig. Eben hat man ganz gut gesehen, dass die Scheiben auch getönt sind. Und wenn es eine Automatik hat, hat es auch einen Einklemmschutz. Der reagiert für meinen Geschmack ein bisschen spät, aber ich tue mir jetzt hier auch nicht wirklich weh. Gut, dann gehen wir die Ausstattung mal durch. In die Türtasche passt wieder mein halber Liter rein, die Literflasche nicht. Und dahinter ist noch mal so ein Mikrofach. Auch hier haben wir Türgriffschalen, die aber auch hier nur mit hartem Kunststoff ausgekleidet sind. Im oberen Bereich der Haltegriff mit einem Kleiderhaken. Und an den Rückseiten der Vordersitze, so ist es richtig, haben wir da nochmal so Zeitungstaschen. In der Mitte 2x USB A5 Volt
Da können also auch die Leute hinten ihre Smartphones laden. Lüftungsdüsen vermisse ich hier hinten aber auch. Haben wir auch gemerkt auf unserer langen Fahrt, das war ziemlich heiß. Wir vorne schön klimatisiert, hier hinten die Leute eher am Schwitzen. Kann man aber auch so ein bisschen regeln, indem man die Lüftungsdüsen vorne halt mittig stellt, sodass hier hinten auch ein bisschen Luft ankommt. Aber hinten keine Lüftungsdüsen, ja, das darf man ruhig mal sagen. Okay, dann gibt es noch eine Mittelarmlehne. Hier ist sie. Und nein, auch hier passt der ganze Liter nicht rein, wohl aber der halbe Liter. Und hier haben wir auch nochmal so Abstandshalter in Form von Gummilaschen, die Flaschen auch sehr gut halten. Von der Breite her passen auf die Armlehne auch durchaus zwei Arme drauf. Gut. Dann würde ich sagen, bin ich hier hinten auch durch. Den Schlüssel zeige ich euch ja neuerdings mal beim Einsteigen. Kann also direkt anfangen, die Heckklappe hier zu öffnen und euch das Kofferraumvolumen zu präsentieren. Wir haben hier erstmal einen Sichtschutz. Der hat keine Führungsschiene, sondern den hänge ich einfach nur aus und habe jetzt hier ein Ladevolumen von 522 Litern zur Verfügung. Und meine Stativrolle, die ich ja nach wie vor immer einmal einlade, passt hier auch ganz locker rein. Und ich lasse die auch immer schön dabei, da kann ich nämlich meine Sachen ablegen. Das Maßband liegt natürlich schon im Fahrzeug. Und ich kann euch sagen, wir haben hier eine Ladekantenhöhe von 60 cm. Und danach geht sofort ebenerdig, also Quatsch, flach rein. Also muss da nicht noch irgendwie runter oder hoch oder was auch immer. Und die Heckklappe, die öffnet hier mit einer Höhe von, ich würde sagen, 2,10 Meter sollte man Platz haben. Weil die ja nicht elektrisch zu betätigen ist, sondern quasi frei aufschwingt. Ja, dann gucken wir mal zusammen die Ausstattung an. Das ist also der leere Kofferraum hier einmal. Wir sehen, wir haben zwei kleine Falltüren. Die erste hebe ich hoch, da ist wirklich nochmal Stauraum. Und das könnte ich wohl auch anheben. Da müsste ich aber das ganze Ding anheben und darunter ist wohl dann nochmal die Reserveradmulde. Wer also lieber ein Reserverad haben möchte, kann das vermutlich umrüsten. Das hält aber auch hier wieder, ja. Und hier haben wir dann die zweite, da ist noch eine kleinere Mulde. Und hier haben wir halt Tire Kit, Verbandtasche, Warnwesten und Warndreieck. Und hier irgendwie auch noch so einen Haken. Und ich darf dazu sagen, das ist natürlich ein bisschen ungeschickt, weil wenn du den ganzen Kofferraum vollgeladen hast, darfst du erstmal ausladen, bevor du ans Warndreieck kommst. Ja, hinter dem linken Rad haben wir ein kleines Abteil. Hier mit so einem Netz abgetrennt und da sieht es auch so ein bisschen aus wie eine Zürulse. Genau, da haben wir auch noch eine. Das sind dann vier Stück und ups, da ist sie. Und auf der rechten Seite haben wir dieses Fach halt auch nochmal. Dazu auf der linken Seite eine Kofferraumbeleuchtung. Definitiv keine LED, dafür kann man sie schalten. Und hier ist dann daneben auch nochmal ein Taschenhaken. Den finde ich hier, ups. Wo ist der Fokus? Hallo Fokus. Ja, ist wohl ein bisschen dunkel. Da ist der Fokus wieder. Und was ich euch auch noch gezeigt haben wollte, an der Heckklappe wirklich nur ein Griff zum Zuschlagen. Aber eine Etage höher wollte ich noch einmal zeigen. Ungeschützte Rückfahrkamera. Hier ist der Taster zum Öffnen. Und das ist quasi hier auch nochmal ein Taster. Kriegt die Kamera das? Aber ein schlechtes Licht hier gerade. Ne? Das ist auch noch ein Taster, das ist quasi für Keyless Open, also wenn du den Schlüssel in der Tasche hast. Den Sichtschutz hatte ich euch schon gezeigt. Der ist so zweigeteilt. Hier hat man noch so ein Ding, was man quasi hinter die Sitze klemmen kann, um das dann wirklich blickdicht zu gestalten. Und der muss ja variabel sein, weil wir ja gelernt haben, dass wir die Lehnen verstellen können. Hier ist ein Drücker, den kann ich hochziehen und damit habe ich auch schon hier die ganze Ablage demontiert und lege die mal schön beiseite. Irgendjemand hat die zerkratzt, ich war es nicht. Ja, und so sieht dann der Kofferraum ohne Sichtablage aus. Und hier haben wir ja eben schon gesehen, haben wir nochmal Hebelchen. Und damit kann ich 40% der Rückbank auf der linken Seite umklappen und dann auch nochmal
60% auf der anderen Seite. Gesetzt den Fall, man hat vorher die Kopfstütze eingefahren. Die Rücksitzbank habe ich in die mittlere Stellung gebracht. Die Tiefe hier, Oberkante, beträgt 92, Unterkante 1,05 Meter. Bis zur umgelegten Rücksitzbank 1,63 Meter und bis zum vorgeschobenen Beifahrersitz 2,04 Meter. Die Breite zwischen den Radkästen beträgt 1,07 Meter. Die Höhe bis zum Sichtschutz 40 cm und die Höhe bis zur Decke 72 cm. Habe ich die ganze Rücksitzbank umgeklappt, dann habe ich ein Ladevolumen von 1446 Litern. Um mein Rennrad in den Kofferraum zu laden, brauche ich nicht mal das Vorderrad ausbauen, das passt also einfach so. Und wenn ich die Rücksitzbank aufgestellt habe, muss ich das Hinterrad ausbauen, dann passt das Fahrrad aber trotzdem noch zerlegt komplett in den Kofferraum. Ja, guck mal, ich habe einen Zuschauer. Übrigens, hier mit meinen 1,80 Meter kann ich nicht wirklich unter der Klappe stehen, muss ich den Kopf schon ein bisschen einziehen, aber der Vorsprung ist jetzt auch nicht so groß, dass man sich hier vor Regen schützen könnte. Insgesamt darf ich 438 Kilo zuladen, davon dürfen 80 Kilo aufs Dach verbannt werden. Optional gibt es eine Anhängerkupplung mit einer Stützlast von 90 Kilogramm. Damit darf man dann Anhänger mit einem Gesamtgewicht von 1,5 Tonnen ziehen, wenn der Anhänger eine eigene Bremsanlage hat. Andernfalls ist es die Hälfte, nämlich 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen bei meinem Fahreindruck hier beim mit dem Subaru LeVorg. Muss ja nicht viel dazu sagen, gibt ja nur die eine Motor-Getriebe-Kombination. Und ich bin auf meiner kleinen Straße in Bielefeld wie immer und fange jetzt erstmal an zu drehen, ne? Wie immer. Schlagen wir mal schön ein. Hier nochmal die Rückfahrkamera in Aktion. Hilft also durchaus beim Rückfahren. Finde es auch sehr angenehm. Ja, muss jetzt eh nochmal zurücksetzen. Wenn die so angelegt ist, dass man noch Teile des Stoßfängers hinten sieht, dann hat man wirklich immer ein gutes Gefühl, wie das ist mit dem Zurücksetzen. Ja, der Wendekreis fast 12 Meter ist jetzt alles andere als eng bemessen. Ich schlage mal ein, eine ganze Lenkradumdrehung. Ja, und dann nochmal, was ist denn das dann? Drei Viertel oder so. Ist also schon so ein bisschen. Und ich brauche ein bisschen Kraft. Also jetzt, ich muss hier nicht wuppen oder so, das ist natürlich eine Servolenkung. Aber da habe ich auch schon andere gesehen, wo ich so mit einem kleinen Finger halt mich bewegen konnte. Ich hatte es schon beim Lenkrad gezeigt. Ich habe hier zwei Fahrprogramme. I ist für normal und S ist für Sport. Ich schalte jetzt auch mal in Sport. Da ist die Gasannahme so ein bisschen flotter und blinke jetzt auch, wie sich das gehört. Da kommt auch nichts, kann ich also einmal halten und beschleunige jetzt mal mit Vollgas los. Da habe ich die 100 weit vor dem 70-Schild geschafft und ihr habt einen ersten Eindruck bekommen von dem CVT-Getriebe. Das ist ein stufenloses Getriebe und das hat halt manchmal den ungewohnten Moment. Ja, ihr hört, dass ihr nichts hört. Upsi. Es hat manchmal den ungewohnten Effekt, dass man aufs Gas tritt, der Motor aufheult, aber der Schub nicht gleich einsetzt. Das ist ja so, ich nenne das mal Gummibandgetriebe halt. Ne? Ja, komme ich auf meinen Wendehammer jetzt zu. Und merke, ich komme hier ganz locker rum. Jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Nö, der Kollege, das dauert noch. Nochmal blinken natürlich. Jetzt ein bisschen auf diese GoPro mal achten. Habe jetzt gemerkt, dass die sich immer verstellt. Ja, jetzt nochmal Vollgas mit im Normalen, also ein I. Aber da merkt man auch, es geht schon vorwärts. Ne? Also es ist nicht so,
dass der Unterschied da jetzt so dramatisch ist. Aber dieses CVT-Getriebe ist halt wirklich schon speziell. Also eine andere Sache. Wenn man es noch nicht gefahren ist, ist es immer wieder, oder wenn man es nicht oft fährt, ist es immer wieder spannend. So, jetzt hier runter auf 50. Warum ist es spannend? Weil man den Gasfuß eigentlich anders betätigen muss. Also wir kennen das ja immer, ne? Vollgas. Und das musst du hier gar nicht unbedingt, sondern es ist eigentlich angenehmer, wenn du wenn du sanft eher mit dem Gasfuß spielst. Die Beschleunigung kommt halt trotzdem. Und ich kann das kaum erklären. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Vielleicht hat einer der Kollegen hier, der Zuschauer, der regelmäßig CVT fährt, kann das besser in Worte fassen als ich. Aber ist halt so wirklich dieser Gummiband-Effekt, kannst du halt ein bisschen aufheben, indem du gar nicht das Gas immer so komplett durchtrittst. Und man merkt das auch immer ganz schön an dieser Effizienzanzeige da oben in grün am Cockpit, aber auch bei dem Durchschnittsverbrauch. Wenn man wirklich da immer schön drauf Acht gibt, dann kriegt man relativ schnell den Dreh raus, wie man effizient fahren kann, wenn man will. Ist ja auch immer noch so eine Sache, ne? Ja, das ist hier meine Fahrwerksstrecke. Straße sieht eben aus, ist aber ziemlich wellig. Und ich glaube, das seht ihr jetzt auch hier ganz schön im Kamerabild. Fahr 55. Ich finde, das Fahrwerk ist wirklich ziemlich straff. Also diese ganzen Bodenwellen werden direkt ans Fahrzeug weitergegeben, erreichen mich auch. Ich bekomme keine Schläge ab, also jetzt im Sitz, weil der Sitz halt wirklich ziemlich klasse ist. Aber rein fahrwerksseitig merkt man das halt schon. Dann die Lenkung mal vom Rangieren abgesehen, ist die wirklich sehr angenehm direkt. Also hier sobald ich habe in der Mittellage ein ganz bisschen Spiel, aber danach setzt die halt auch sofort ein. Und nochmal zurück zum CVT. Ich habe ja einmal die Möglichkeit, kann den Gangwahlhebel rüberdrücken auf die linke Seite, bin dann quasi im manuellen Modus, wobei der auch überstimmt wird von der Automatik. Also wenn man in den Begrenzer halt reingeht, dann schaltet die Automatik trotzdem weiter. Ich habe auch über die Schaltwippen die Möglichkeit zu schalten, sehe dann die jeweilige, was ist das, Schaltstufe im Prinzip, weil wir haben ja ein stufenloses Getriebe. Es gibt ja keine wirklichen Gänge, sondern die sind dann da irgendwie so reinprogrammiert. Und aus meiner Erfahrung, ich bin ja, gebe ich ganz offen zu, Schaltwippen nutze ich so gut wie gar nicht. Lässt natürlich auch ein bisschen Rückschlüsse auf meine Fahrweise zu, aber ich finde ja, die Automatik macht es ja immer ganz gut und warum soll ich den nicht machen lassen? Bei dem CVT hier aber, wenn man ein bisschen sportlicher fahren möchte oder das Auto noch ein bisschen sportlicher bewegen möchte zumindest, dann bietet es sich durchaus an, mit den Schaltwippen zu schalten und dadurch bekommt man dann schon ein bisschen mehr Dynamik in die Fahrweise. Bremsen lassen sich sehr schön fein dosieren, geben auch eine gute Rückmeldung. Ich bin ja jetzt, ich weiß gar nicht, fast 1400 Kilometer oder so gefahren mit dem Auto. Och, hier muss ich irgendwo rangekommen sein. Hatte gar nicht die Geschwindigkeit gesehen. Wo war ich denn gerade? Achso, mit den Bremsen. Bin auch Autobahn gefahren, musste das ein oder andere Mal ein bisschen stärker anbremsen, aber hatte jetzt nie so das Bedürfnis, richtig schlimm bremsen zu müssen oder richtig kräftig bremsen zu müssen. Dennoch meine ich, dass die Bremsanlage hier sehr gut auf das Fahrzeug abgepasst ist. Ich meine, das sagt ja schon einiges, wenn wir hinten auch innenbelüftete Scheibenbremsen haben, die packen halt auch sehr schön zu. Also das ganze Auto vom Bremsen her gefällt mir ganz gut. Gehe nochmal ins Sportprogramm und lasse ihn mal so ein bisschen nach vorne wegfahren. Um euch hier mal zu zeigen. Ja, und da war es aber auch schon wieder vorbei, weil der Kollege halt ein bisschen friedlicher fährt als ich. Aber auch von der Dynamik her, also gerade, ich meine, sicherlich, wenn wir ein straffes Fahrwerk haben, dann heißt es in der Regel ja auch, dass es dann ganz gut auf der Straße liegt
Und das, finde ich, ist hier durchaus gegeben. Also man hat schon eine schöne Straßenlage und kann, wenn man möchte, auch sportlicher fahren. Und da ist es, glaube ich, wieder so ein deutsches Problem. Wir sagen ja im Moment, ne, 170 PS, Spitze 210, wie willst du denn damit sportlich fahren? Aber das machen andere in anderen Ländern ja genauso. Und die haben Tempolimits von teilweise 80 km/h auf der Landstraße. Und ich glaube, deswegen verkauft sich Subaru in anderen Ländern auch deutlich besser als in Deutschland, weil es den Leuten dort dann wirklich egal ist, ob der nun irgendwie 210 Spitze hat, weil schneller als 120, 140 dürfen die halt eh nicht fahren. Ich aktiviere mal den adaptiven Tempomaten und setze den jetzt mal auf 100. Gehe auch noch mal ins normale Fahrprogramm. Da sieht man auch gleich, dass der Drehzahlmesser sich bewegt. Also 100 hier bei 1800 Umdrehungen. Ich nehme aber durchaus Windgeräusche wahr. Ja, 121, 120. Windgeräusche, Motorgeräusche nehme ich nicht lauter wahr. Jetzt haben wir 140 bei 2600 Umdrehungen. Da merkt man schon, dass die Windgeräusche ein bisschen lauter werden. Den Motor höre ich aber wirklich kaum. Oder gar nicht eigentlich. Nur wenn ich wirklich aufs Gas drücke, so wie jetzt. So im Bereich ab 4000, da hört man ihn dann schon mal. Das sind jetzt 160. Jetzt hebe ich meine Stimme schon ein bisschen, weil die Windgeräusche schon deutlich zu vernehmen sind. Und das sind jetzt 180. Da wird der Wagen schon, also finde ich zumindest, muss ein bisschen langsamer fahren wegen dem Kollegen vor mir, da wird er dann schon so laut, dass ich sage, das geht schon, wenn ich schnell nach Hause will, aber als Reisegeschwindigkeit wäre mir das dann schon vom Wagen her eigentlich zu laut. Also so bis 160, finde ich, ist alles in Ordnung. Eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist, man braucht schon ein bisschen Kraft, um den Blinker zu bewegen. Also man kennt das ja jetzt hier ausscheren halt, ich will den Kollegen überholen, da tippst du den Blinker an und die ersten Male bin ich tatsächlich ohne Blinker rausgezogen, dachte, ja, soll man ein leiser Blinker, bis ich dann gemerkt habe, ich habe gar nicht geblinkt, weil man halt doch ein bisschen mehr Blinkerweg quasi gehen muss, damit er wirklich ausgelöst wird, der Blinker, also diese 3-4 Mal beim Spurwechsel halt. Ganz kurz zur Lenkung nochmal, wo ich hier so vor mich hinzucke. Man merkt halt schon, bei höheren Geschwindigkeiten verhärtet die sich so ein bisschen. Also ich habe immer noch dieses minimale Spiel halt in der Mittellage. Danach reagiert der aber schon, aber ich muss halt schon ein bisschen mehr Kraft einsetzen. Und das macht ja auch Sinn, ne, bei den Geschwindigkeiten. Ich fahre jetzt 150. Und jetzt nochmal hochbeschleunigen von 80 auf 120. In normal. Ja, da bin ich auch schon. Jetzt hier nochmal die Abfahrtkurve mal so ein bisschen reinlenken. Ja, meine ganze Fahrstrecke, die ich euch immer anbiete, hat ja wenig mit Fahrdynamik zu tun, wenn wir mal ehrlich sind. Auch da spekuliere ich dann halt immer noch so ein bisschen auf dem Bilzer Berg, wenn es da dann mal endlich losgeht. Aber vielleicht sollte ich mir bei Gelegenheit doch nochmal so eine Landstraße suchen, wo man so ein bisschen rechts, links, ne, ein paar Kurven mitnehmen kann, als immer nur die Autobahn auf- und abfahrt. Ja, jetzt mal in Sport gebe ich Vollgas, sehen, ob das klappt. Nicht so wirklich. Ja gut, soll man machen. Verkehr ist Verkehr, ne? Aber ich lasse es jetzt noch mal laufen in Sport. Ich nicht. Also man merkt halt schon, im Sportprogramm ist die Beschleunigung noch mal so ein bisschen zackiger. Im Gegenzug fährt man wahrscheinlich nicht mehr ganz so effizient. Aber wenn man jetzt es so ein bisschen eilig hat oder auch überholen möchte, dann finde ich das total praktisch, dass man die beiden Tasten hier direkt am Lenkrad hat und den Sportmodus mal eben zuschalten kann.
und vielleicht nochmal was ganz anderes, egal ob nun Sport oder der normale Modus. Sportlich, wirklich sportlich hört sich der Boxer nicht an, also zu keiner Zeit. Selbst wenn er mal zu hören ist, finde ich, ist der Klang jetzt hier nicht unbedingt so, dass du denkst, na Wetter, was sitze ich im sportlichen Auto? Oder jetzt lasse ich es mal krachen. Also die akustische Untermalung hier des Fahrvergnügens ist dann eher ja, nicht so prall. Ich fahre ja normalerweise mal eine kleinere Runde, also drehe hier vorne auf der Abfahrt, wenn ich für euch den Fahreindruck einspreche. Aber ich wollte euch mit dem Fahrwerk mal ganz gerne diese Strecke hier zeigen. Das ist immer mein Indikator, wie komfortabel ist ein Fahrwerk. Da vorne in der Kurve, teilweise hebst du bei straffen Fahrwerken wirklich ab. Also hast zumindest das Gefühl, sicherlich wird es noch ein paar Millimeter sein, aber hier merkst du halt schon, das Auto ist deutlich straffer gefedert als so das Durchschnittsfahrwerk bei anderen Fahrzeugen. Ja, generell, ich gräme mich natürlich wegen den 11,5 Litern so ein bisschen, weil es mir signalisiert, das Auto kannst du hier nicht kaufen. Sonst finde ich den Wagen wirklich richtig spannend. Also selbst das CVT-Getriebe, wo ich ja normalerweise sagen würde, im Leben nicht. Im Leben würde ich mir kein Auto mit CVT kaufen. Finde ich hier drin gar nicht so verkehrt. Und wenn man jetzt sagt, so okay, Reisegeschwindigkeit 140, hätte ich von Anfang an das gemacht, wäre ich glaube ich mit dem Verbrauch auch deutlich tiefer gelegen. Oder hätte ich nicht, wäre ich jetzt bei unter 10 Litern, nehme ich mal an, weiß ich ja nicht. Kann ja nicht zurückdrehen. Und jetzt mal hier, ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt sehen könnt. Ja, nee, ich bin hier schon die ganze Zeit irgendwie, das ist so meine Testrunde, ganz viel Gelb halt. Ne? Da merkt ihr auch, ich fahre nicht, wenn ich für euch fahre, hier auf der Kamera besonders effizient. Aber ich wollte eigentlich so einen Abschluss finden. Ich finde den Wagen wirklich interessant und man merkt auch, 170 PS reichen vollkommen aus, auch beim Benziner kommt es hervorragend von A nach B. Und trotz des straffen Fahrwerks macht der Wagen doch eine ganze Menge Spaß. Gut, erzähle ich euch noch ein bisschen was zu den Assistenzsystemen. Das fängt mal damit an, dass ich hier oben einen richtigen Block habe und den ich ohne Grund, denn hier sitzt eine Kamera und hinter dem Spiegel sitzt sogar noch eine dritte Kamera. EyeSight nennen die Leute von Subaru das System und es sorgt erstmal dafür, dass ich einen Spurhalteassistenten habe. Nee, kein Spurhalteassistenten, sondern Spurverlassenswarner. Wenn ich jetzt also hier über die Linie rüberfahre, bekomme ich einmal ein Signal, piep, 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 und es blinkt auch noch mal im Cockpit der Hinweis hier, du bist gerade nicht in der Spur. Der Wagen lenkt aber nicht mit. Wenn ich also von der Spur abkomme, komme ich ab. Ich kriege halt gerade mal den Hinweis, dass es so ist. Dann haben wir den adaptiven Tempomaten, habe ich euch schon gezeigt. Ausgeschaltet, ich sage jetzt mal Resume, nee, geht gar nicht. Setze den mal auf 140. Und ich bin ja jetzt im normalen Fahrprogramm, beschleunigt der eher zögerlich hoch. Wenn ich jetzt in Sport drücke oder in SE Drive, merke ich ja, da will er schon ein bisschen schneller beschleunigen. Ich habe auch einen Totwinkelwarner, ein kleines Signal im Spiegel und das blinkt auf, wenn ich ein Fahrzeug im toten Winkel habe. Zeige ich euch ja hier gerade mal als Bild auch so eine komplette Vorbeifahrt. So, jetzt hat er erkannt, dass ich ein Fahrzeug vor mir habe, was mit einer geringeren Geschwindigkeit fährt. Tempomat ist auf 165 eingestellt. Kollege vor mir fährt 110 auf der Autobahn. Jetzt halten wir also den Abstand und ich habe nochmal die Möglichkeit, den Abstand zu verringern oder halt zu erweitern. Drei Stufen habe ich hier, wie viel Abstand ich zum Vordermann halten möchte. So, das ist jetzt der Spurhalteassistent. Den habe ich aktiviert, die zusätzliche Taste hier. Und jetzt hält er halt automatisch die Spur. Er sorgt aber nicht dafür, dass ich in der Mitte bleibe, sondern pendelt halt von links nach rechts und gibt mir jetzt auch den Hinweis, ich sollte doch bitte wieder die Hände ans Lenkrad nehmen. Unterstützt also nur leicht,
hat aber nicht die komplette Unterstützung während der Fahrt. Was ich übrigens ganz schön finde, ist, ich habe da oben so eine LED-Staffel. Und ich nehme den jetzt ist der grüne LED in der Front, weil ich den Spurhalteassistent aktiviert habe. Jetzt deaktiviere ich den mal. Und wenn ich jetzt über eine Spur rüberfahre, habe ich nochmal zwei weitere LEDs, die aufblinken und mir sagen, hier links bist du gerade rübergefahren, jetzt fahre ich mal rechts rüber, blinkt halt die rechte Seite. Und jetzt auch, wenn ich mit zu hoher Geschwindigkeit auf den Kollegen drauf fahre, dann gehen alle LEDs in Rot einmal an. Und das finde ich eine echt prima Sache. Klar, ein Head-Up-Display ist mal eine feinere Sache, aber gerade diese LEDs, das machen mittlerweile ja schon ein paar Hersteller, finde ich persönlich doch sehr interessant. Dann nochmal hier zu diesem Block. Als ich das erste Mal eingestiegen bin, dachte ich, ja, Ravetta, ist der groß. Aber beim Fahren stört er mich persönlich nicht. Also ich bin ja nur 1,80 Meter groß, jetzt auch kein Sitzriese. Wenn man ein bisschen höher sitzt, könnte das vielleicht ein bisschen dramatischer sein, finde ich aber nicht. Das haben sie eigentlich ganz gut eingepasst hier. Gut, komme ich jetzt zum Ende meiner Videokaufberatung oder meines Reviews hier zum Subaru LeVorg 2017 in der Sportausführung. Subaru gibt ja einen NEFZ-Verbrauch von 7,1 Liter an. Ich bin jetzt mit dem Auto 1350 Kilometer gefahren und habe am Ende einen Verbrauch von 11,2 Litern. Das finde ich schon ganz schön viel. Ich weiß aber, woher es kommt. Ich bin gute 800 Kilometer Autobahn gefahren, noch ein bisschen mehr, aber 800 quasi mehr oder weniger im Stück. Und davon 400 mehr oder weniger mit Vollgas. Und dann säuft er richtig. Also ich glaube, wenn du den schön easy peasy bei 130 fährst, das merke ich ja jetzt, die letzten Tage bin ich quasi nie Vollgas gefahren, sondern eher so ein bisschen entspannter, 130 mal, ne, 140, 150 maximal, aber auch immer sanft hochbeschleunigt. Da ging der Durchschnittsverbrauch mal locker runter. Der war auf 12 Liter bei 1100, glaube ich, und jetzt ist er bei 1000, ist er bei 11,2. Also ich habe quasi Bilsterberg und zurück und wieder hin, dreimal 80 Kilometer habe ich den Verbrauch mal eben um 0,8 Liter den Durchschnittsverbrauch gedrückt. Das heißt, wenn man mit dem Wagen normal fährt oder anders, wenn man nicht in Deutschland wäre und nicht die deutsche Autobahn hätte, dann könnte man den wirklich verbrauchsarm fahren, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber da wir ja in Deutschland sind und auf der Autobahn Gas geben, wo wir können, dann trinkt der auch. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, mein Gasfuß ist gar nicht so schwer, bin ich mir ganz, ganz sicher, dass ihr da auch ganz andere Verbräuche erzielen könnt. Mein Hinweis, guckt mal bei spritmonitor.de, klickt euch da mal durch und guckt, was die Nutzer vom LeVorg so sagen. Die haben bestimmt eine bessere Zahl als 11,2 Liter, die ich hier erfahren habe. Aber ich muss auch dazu sagen, wenn es mein Auto wäre, würde ich beim Verbrauch von 11,2 Liter wahrscheinlich eher 12 rauskommen, weil wenn ich Autobahn fahre, will ich schnell fahren. Also jetzt nicht mal rasen oder so, aber ich will von A nach B und das möglichst schnell. Ich komme ja meistens irgendwie abends am Flughafen an, dann will ich nach Hause. Dann will ich hier nicht irgendwie, dann kann ich auch Corsa fahren. Also das wäre schon, glaube ich, eher Richtung mein Verbrauch. Dazu in der Stadt nimmt er auch, glaube ich, ganz gerne. Ja, sonst, ich habe ja immer so drei Bewertungskriterien, die ich abfrühstücke. Fahrspaß. Ich würde ja tendenziell sagen, nein, hatte ich nicht. Ich meine ganz im Ernst, CVT, auch wenn das hier schon recht ordentlich funktioniert und auch wenn man mit den Schaltwippen ein bisschen spielen kann, ein bisschen sportlich fahren kann, sind es 170 PS. Und für dieses ganze imposante sportliche Auftreten, was der Wagen an den Tag legt, auch nicht zuletzt mit den Seitenschwellern. Ne? Also ich finde so von der Erscheinung, der ist ja total durch und durch ein Sportler, da passen die 170 PS heutzutage meiner Meinung nach nicht. Jetzt könnt ihr da draußen natürlich sagen, ey Jan, 170 PS, total viel, du hast einen Corsa mit 45. Ja, aber wenn wir da mal die vergleichbaren Modelle gucken, schon allein Golf GTI, ne? Da sind ja 170 PS eher so Familienmotorisierung. Ne? Selbst ein Corsa gibt es mit 150 PS. Also, das ist aber nur der eine Teil. Weil, aus welchen Gründen auch immer,
Und es geht ja jetzt um meine subjektive Meinung. Ich weiß es nicht. Ich mag das Auto richtig. Ich finde das richtig klasse. Es ist sogar so weit, dass ich mir vorstellen könnte, so einen zu kaufen. Trotz CVT. Und ich hasse CVT. Aber das Auto an sich, ich finde das grundsolide sympathisch. Das passt. Irgendwie, das passt zu mir. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin ja so hochauthentisch. Das ist Schwachsinn. Ne? Aber dieser Wagen, das ist ein solides Auto. Ich finde den gut. Der sieht so ein bisschen anders aus. Ne? Aber eigentlich ist ein guter Kerl. Ja. Also von daher, ich hatte durchaus Fahrspaß. Ich mag das Auto einfach. Ich kann nicht sagen, warum, aber beim Fahren hatte ich sogar ein bisschen Fahrspaß. Selbst beim Langsamfahren fand ich irgendwie gut. Und dazu kommt dann noch der nächste Punkt. Ihr wisst ja, ich lege persönlich immer sehr viel Wert auf Komfort. Die Sitze, die Sportsitze, prima, lasse ich überhaupt nichts drauf kommen. Irgendwie 800 Kilometer, nichts gespürt, alles super. Aber das Fahrwerk ist schon reichlich straff. Das kann man nicht schönreden. Und da frage ich mich natürlich, wie in Amerika, also Nordamerika, wo sie den ja auch kaufen wie geschnitten Brot und die Straßen auch mal so richtig schlecht sind, wie kommen die Leute damit klar? Also ich finde das schon straff. Also ich habe keine Rückenprobleme gehabt und ich denke, die Sitze fangen da auch eine ganze Menge auf. Aber so manche, ne, ihr wisst schon, so Kanten, wo man rüberfährt, nicht Kanten, sondern wie heißt denn das? Ja, Dehnungsfugen. Boom. Was ist denn hier los? Hebst du jetzt ab oder was? Passt ja, ne? Aber Fahrkomfort stelle ich mir durchaus ein bisschen anders vor. Von daher auch das eigentlich so für mich ein Prädikat, was ein Auto erfüllen muss, wenn ich es mir kaufen möchte, ist eine sehr komfortable Federung. Hat er gar nicht, macht mir nichts. Ganz im Ernst, finde ich trotzdem gut. Ganz komisch. Ja, und zu guter Letzt haben wir dann noch die Alltagstauglichkeit. Kofferraum ist ordentlich groß, 522 Liter, hört sich jetzt nicht so viel an, finde ich aber schon recht ordentlich. Was mir sehr gefällt, sind die verstellbaren Sitze. Was mir im Übrigen auch sehr gefällt, ist, dass das ein Komplettpreis ist. 37.100, ne, Fußmatten raus, sparst du nochmal 100 quasi, 37.000 Euro, so wie er hier steht mit einer Sonderfarbe. Und alles ist dabei, was wir hier gesehen haben. Das finde ich auch beeindruckend. Hinten finde ich halt gut, dass du die verstellbaren Rückenlehnen hast. Da können dann auch größere Menschen sich mal so ein bisschen den Rücken entlasten, wenn sie sitzen. Platzangebot ist okay. Und von daher, Rückfahrkamera haben wir dabei. Finde ich, ist auch gar nicht so verkehrt bei dem Auto. Ein Wendekreis von fast 12 Metern ist natürlich für die Stadt jetzt nicht ganz so angenehm. Aber auch da passt alles. Also ich hätte keine Probleme mit dem Auto. Und von daher feiere ich persönlich ein bisschen mein erstes Subaru-Erlebnis. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich meine, ihr kennt mich ja, ich mache das ja jetzt hier schon ewig. Normalerweise bin ich im Konfigurator oder auf den Seiten in der Preisliste nur unterwegs, wenn ich meine Moderation schreibe. Das ist jetzt nicht, dass ich so ein Auto fünfmal durchkonfiguriere und dann so anfange zu träumen, ach, wie wäre das denn? Das mache ich bei anderen Autos hin und wieder mal, aber bei dem bin ich doch dann 3-4 Mal in der Preisliste gewesen, ne? Und danach abgerutscht. WRX STI, ihr wisst schon, ne? Abgerutscht. Aber der kostet dann ja nochmal irgendwie ein paar Euro drauf. Ja, ein Zehner, ne? 10.000 Euro mehr und hat kein Kombi. Man weiß das nicht. Aber ein paar PS mehr möchte ich doch auch mal haben. Ich habe ja gedacht, ja, brauchst du erstmal nicht. Ne? Machst du erstmal die ordentlichen Autos, die sich verkaufen von denen. Aber ich bin jetzt ein bisschen angefixt, gebe ich zu. Ja, viele von euch werden den Ville Vorque auch noch nicht gesehen oder gefahren haben. Also bestimmt nicht gefahren, wenig gesehen vermutlich. Mich interessiert jetzt mal, wie eure Meinung so zu dem Fahrzeug ist. Ich meine, auf der einen Seite ist es ein Japaner, ne? Da sind wir Deutschen ja immer so ein bisschen. Ein bisschen viel Plastik, ne? Ja, wie sieht denn die Form aus? Aber ja, interessiert mich jetzt echt mal. Was sagt ihr zu dem Fahrzeug? Ich bitte euer Feedback, euer ehrliches. Und wenn euch der ganze Review gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Und solltet ihr das erste Mal Ausfahrt TV gucken, abonniert doch einfach mal. Denn wir machen ständig Reviews. Gut, das soll es gewesen sein. Die Sonne ist eh gleich weg. Innenraum mache ich morgen, glaube ich. Ja, ich drehe nicht alles in Reihenfolge. Nee. So ist das nicht bei Ausfahrt TV. Ich verabschiede mich jetzt. Ich hau in den Sack quasi. Macht's gut. Ciao, bis dann. Euer Jan.